Diese Hautkrankheit sollte wirklich schnell behandelt werden, sonst kann sie langfristige Folgen haben. Die Rede ist von der sogenannten Gürtelrose, für dich vielleicht auch bekannt als Herpes Zoster. Die Gürtelrose ist eine virale Infektion, die vor allen Dingen für einen Hautausschlag am Rumpf herum und einhergehende Schmerzen bekannt ist. Und sie wird durch das sogenannte Varicella-Zoster-Virus ausgelöst. Das ist dasselbe Virus, das auch Windpocken verursacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Kindheit Windpocken hattest, dann wird dieses Virus jahrelang inaktiv in den Nervenzellen deines Körpers bleiben, dort ruhen und kann dann später aber unter bestimmten Umständen wieder aktiv werden und als sogenannte Gürtelrose auftreten. Typischerweise beginnt die Gürtelrose mit einem Brennen, Kribbeln, aber auch mit einem Juckreiz in einem bestimmten Bereich auf einer Körperseite, gefolgt von einem roten Hautausschlag, der sich dann in ein paar Tagen auch zu schmerzhaften Bläschen entwickelt. Der Ausschlag, der erscheint meist am Rumpf, in einem Hautbereich, der von einem sensiblen Nerven, einer Spinalnervenwurzel versorgt wird und ist dementsprechend meist streng einseitig. Eine Gürtelrose kann prinzipiell überall auftreten, kann auch entsprechendes Gesicht oder andere Körperstellen betreffen. Und obwohl Gürtelrose bei jedem auftreten kann, sind meistens ältere Menschen, stark gestresste Menschen oder Personen mit einem geschwächten Immunsystem gefährdeter. Die gute Nachricht ist, es gibt zum Glück einen Impfstoff, um sich präventiv schützen zu können, und es gibt auch gute Behandlungsansätze, um die Schwere der Krankheit frühzeitig zu bekämpfen und die Symptome zu lindern.